Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog mit mir. Und ich habe sensationelle 4 richtig dicke Bücher diese Woche gelesen. Ich vergesse es. Pustekuchen. Ich habe gar nichts gelesen. Nicht eine einzige Seite habe ich gelesen, obwohl ich jetzt hier auch ein Buddy Read starten wollte mit einer Freundin. Ich hatte es euch erzählt, das neue Bücher, weil man ja nie genug hat, ne? Aber ich habe tatsächlich nicht eine einzige Seite gelesen. Was kann ich euch also heute berichten? Ich habe das Bingo-Buch wiedergefunden und so weiter. Ein bisschen was gibt es, aber gelesene Seiten gehören halt nicht dazu. Okay, also bevor ich jetzt aber starte, ich könnte eure Kaufentscheidung mit dem, was ich euch hier zeige, beeinflussen und ihr könntet es dann haben wollen oder halt auch nicht, also beeinflussen halt. Also guckt mal bitte unten in der Infobox, da sind alle Infos, da sind auch Links zu den Büchern, Infos, also alles unten in der Infobox und Zeitstempel, damit ihr springen könnt, wenn euch was nicht interessiert. Ja, wie kam es dazu, dass ich nicht eine einzige Seite gelesen habe? Verschiedenste Gründe. Ich hatte viel zu tun, hatte ich euch ja eh gesagt. Ich muss auch noch ein bisschen was erledigen. Ich musste mich pflegen. Ich war halt ein bisschen angeschlagen. Mir ging es nicht so gut, seelisch und körperlich. Und dann bin ich vom Fernseher versackt. So ist auch dieses Wednesday-Episode entstanden, weil ich einfach vom Fernseher versackt bin und habe halt Netflix geguckt. Ja, dadurch keine einzige gelesene Seite. Heute wird es anders. Toi, toi, toi. Ich habe es mir fersenfest vorgenommen, dass wenn ich das jetzt abgedreht habe und ins Netz hochgeladen habe für euch und noch ein bisschen was erledigt habe, wie immer, dass ich dann halt wieder ins Lesen reinkomme. Ich werde mir also heute den ganzen, ich denke mal so ab 4 Uhr nachmittags, Samstag 4 Uhr nachmittags ungefähr, wenn ihr dieses Video seht, denke ich, werde ich heute so gut wie gar nichts anderes machen, als dass ich halt wirklich, lese. Ich werde auch heute wahrscheinlich kein Damn-Painting machen, eventuell eine Viertelstunde oder so, weil ich es wieder in die tägliche... Ich habe auch nicht gemalt und ihr wisst, wie sehr es mir wichtig ist, dass ich regelmäßig male, aber ich habe auch das nicht gemacht. Ich würde jetzt sagen faul, aber das war ich tatsächlich nicht. Ich war halt ja überall und nirgendwo mit dem Kopf und ich habe halt nicht wirklich Diamond Painting weitergemacht, ein bisschen gemalt und keine einzige Seite gelesen. So, also wird das sich ab heute ändern und bevor ich jetzt aber mit euch noch über diese schicken Bücher, die ich neu habe, zum Beispiel rede, kommt hier jetzt gerade ein Einspieler mit den ganzen Aufnahmen, die ich euch trotzdem in der letzten Woche aufgenommen habe, oder? Ja, es ist ja schon fast wieder eine Woche, dass ich hier vor der Kamera saß und mit euch einen Vlog geteilt habe. Ja, also lassen wir das Band rollen. Ich habe endlich mein Buch wieder, in dem ich ja alles notiere, was mit Dings zu tun hat, also mit den ganzen Bingos. Da seht ihr zum Beispiel vom August, da habe ich ja so gut wie gar nicht gelesen. Vom Juli letzten Jahres ein Bingo und das war ja der Monat, der am besten war. Und also ihr seht es, Sina in dem Laufe der Monate. Dezember war auch ganz mies und dann der Januar war gut und der Februar ist bis jetzt gar nichts. Aber ich konnte ihn jetzt endlich anlegen und jetzt, wer sich interessiert für die Sticker, die hier... Tatsächlich, also diese Lichterkette, die ist vom Action, alles andere, diese wunderbar richtig dicken, ich wollte schaumig sagen, diese dickeren Sticker sind vom Teddy und natürlich mussten die mit. Ich werde diesen Monat aber nicht den TBA halt notieren, habe ich mir überlegt, aber ja, so und jetzt muss es ausgefüllt werden. Bis jetzt kann ich noch nichts abhaken. So, und er ist mittlerweile auch fertig, der kleine Drache. Ich finde, es ist so ganz hübsch geworden, aber ich bin nicht ganz so zufrieden, aber ich glaube, das liegt an dem Papier. Ich weiß es nicht. Und hier, das ist mit Kleber und es war ein bisschen was auszuprobieren und irgendwie ist nicht immer alles so sehr glücklich geworden. Aber insgesamt, finde ich, sieht er gut aus und ich bin durchaus zufrieden. So, und das hier ist mein momentanes Projekt. Das habe ich gestern Abend angefangen und es sind verflucht viele Sterne drauf. Und wenn ich jedem Stern so ein bisschen Dings geben will,
bin ich echt lange dabei. Die habe ich jetzt hier schon gemacht, wie ihr sehen könnt. Die sind ein bisschen anders als die. Ein bisschen Schatten, ein bisschen Gold halt machen, ja. Da werde ich lange dran sitzen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es am Schluss aussehen wird. So, und das ist aus diesem Malbuch Modern Witches von Coco Wayo. Und ja, da werden halt moderne Hexen gezeigt, die ja modern sind. Wie ihr seht, mit Skateboard und ja, Haarklammern und am Game und diese ganzen Sachen. Ich finde, dass es sehr süß ist und ja, halt moderne Hexen, die jetzt auch einen Platz in meinem, ja, Fundus haben. Und die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. So, die Goodreads-Zeitreise hatte ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht werden wir das auch weiterhin auskoppeln. Mal gucken. Dann würde es euch wahrscheinlich morgen erreichen. Sonntag bis Sonntag ist auch eigentlich ein interessanterer Punkt. Findet ihr nicht auch? Also, naja, wir werden sehen. Vielleicht nehmen wir es hier auch rein. Wir gucken. Es ist ja immer alles bei uns ein bisschen schwammig, wie wir das machen. Und immer kommen neue Ideen, kreativer Geist. Ich muss dringend irgendwas noch finden, wo ich noch mehr Kreativität als in... Okay, dein Painting ist ja nicht kreativ. Wo ich, also außer Malen, wo ich ein bisschen meine Kreativität halt, ne? Nicht, dass ich es immer nur hier an dem Kanal auslasse. Und irgendwelche neuen Ideen mir einfallen lasse, die oder Sachen einfach nur verschiebe. Gut, also, was habe ich Neues gekauft? Ich habe mal eben in die Bücherei begleitet und ich bin am Bücherflohmarkt vorbeigekommen. Sie hatten Bücher aussortiert, die tatsächlich so völlig in meine Sache reinpassen. Ihr wisst, historischer Liebesroman. Mein Genre. Ich glaube, das ist auch mein wirklich absolutes Lieblingsgenre. Und ich glaube, sie sind alle von Stephanie Lawrence. Und ich glaube, ein paar davon sind reihenmäßig verknüpft. Zumindest zwei, glaube ich. Ich glaube, Küssen im Mondschein ist verknüpft. Und hier der Liebesschwur ist, glaube ich, verknüpft. Ich glaube, die sind verknüpft miteinander. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auch tatsächlich noch nicht nachgeprüft. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Wenn solche Cover irgendwo rumstehen, sack ich sie ein. Und ja, da habe ich also eingekauft. Und ja, das sind fast 700 Seiten, wisst ihr. Und dann sitze ich zu Hause und denke, das sind 700 Seiten. Okay, und denke, 700 Seiten, Sina, wann, in welchem Leben bist du bereit, ein Buch mit 700 Seiten zu lesen? Wann? Sag mir, wann. Du hast so viele Bücher auf dem Sub, so viel, was du lesen willst. Im Moment gehe ich eigentlich immer nach Kürzer ist besser, weil ich Dinge auch abgeschlossen haben will. Das brauche ich irgendwie für meine Psyche. Und und dann hole ich mir Bücher, die so schön fett sind. Und 700 Seiten, ich meine mal, das ist echt eine Ansage, ne? Aber wenn die Dinger gut geschrieben sind, dann fliegt man ja geradezu durch. Also, ich habe von ihr mir mitgenommen Küsse im Mondschein. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar auf dem Sub von ihr. Es wird immer größer und dann komme ich mit der Autorin nicht klar und dann habe ich einen Salat, ne? Dann der Liebesschwur. Ich habe mir tatsächlich eben zu Hause die Dinger auch durchgelesen. Aber Leute, es ist immer alles irgendwo in der Art, dass irgendwie ist es alles schon wieder, ne? Ich war viel zu abgelenkt davon. Gehört das jetzt zu dieser Reihe oder nicht? Das muss ich aber gleich noch irgendwo googeln. Irgendwo googeln, natürlich bei Google googeln. So, nur mit deinen Küssen. Ma hat dann auch irgendwann gesagt, hier bei dem Herze gesagt, hast du nicht den Titel schon gelesen, nur in deinen Armen? Und ich habe gesagt, Ma, die hören sich alle ähnlich an. Da unterscheidet sich der eine Titel nicht so unbedingt vom anderen. Ja, also ich glaube, dass es mit Spannung zu tun hat. Eins blieb mir doch eben im Kopf kleben. Ich glaube, das war das hier, das wirklich 700 Seiten starke, dass sie halt völlig gelangweilt ist von der Londoner Männerwelt und sich überlegt hat, dass sie auf den Wellen niemanden mehr findet, der halt, ja, hier genügen könnte. Und wenn man auf den Bällen niemanden findet, dann muss man halt mal woanders ein bisschen fischen gehen. Und dann geht sie halt in die Spielhöllen und auf Privatpartys der Stadt und so weiter. Und ich finde, das ist eigentlich ein interessanter Plot. Ich meine mal, nur logisch, wenn du in einem einen Becken nichts findest, vielleicht solltest du in ein anderes Becken mal gehen und da ein bisschen fischen gehen. Ja, also das hier sind meine neuen Bücher. Gibt es sonst noch etwas, was ich euch berichten könnte?
Ich überlege. Ich habe diesen Monat tatsächlich noch nicht ein Buch ausgebucht. Wir gucken, auf wie viel ich am Ende des Monats komme. Ich bin sehr gespannt, ob da überhaupt noch irgendetwas zusammenkommt. Nee, eigentlich habe ich euch tatsächlich nicht viel zu berichten. Wie gesagt, die Woche war halt verschnief, verschnuff, verschnäuft. Ja. Dann würde ich sagen, war das hier jetzt ein kurzes Update. Was lest ihr im Moment? Geht es euch gut? Hattet ihr wenigstens eine schöne Woche? Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.